Aus dem Standardantrieb Δg0 können wir eine Gleichgewichtskonstante ermitteln. Wir fragen uns nun, von welchen Parametern die Gleichgewichtslage abhängt. Einer der wichtigsten Parameter, von der das Gleichgewicht abhängt, ist die Temperatur. Wir sehen, dass die Temperatur schon in der Gibbs-Helmholtz-Gleichung vorkommt, die uns gestattet, den Standardantrieb zu berechnen. Der Standardantrieb ist ein Maß für die Triebkraft einer Reaktion. Es gibt zwei Komponenten dieser Triebkraft, nämlich einmal die Energie oder Enthalpie und einmal die Entropie. Ob eine Reaktion abläuft oder nicht, hängt von der Energieänderung ab, Delta H, und von der Entropieänderung, Delta S, und von der Temperatur. Es gibt vier Kombinationen für Delta H und Delta S für beliebige Prozesse. Delta H kann positiv, kann negativ sein. Delta S kann positiv, kann negativ sein. Problemlos sind Reaktionen, die exotherm und endotrop sind. Diese Reaktionen können bei jeder Temperatur freiwillig ablaufen, sind immer hexagonisch. Umgekehrt, wenn wir endotherme Reaktionen haben, die exotrop sind, dann sind weder Energie noch Entropie mit uns. Solche Reaktionen laufen bei keiner Temperatur spontan ab. Reaktionen, die zwar exotherm, aber auch exotrop sind, sind nur bei niedriger Temperatur hexagonisch. Temperaturen, die endotherm und auch endotrop sind, sind nur bei hoher Temperatur hexagonisch. Man spricht von Floortemperatur und Ceilingtemperatur. Die Zersetzung von Calciumcarbonat ist zum Beispiel endotherm und endotrop. Das bedeutet, bei tiefer Temperatur ist diese Reaktion endergonisch. Gleichgewicht liegt links. Erst bei hoher Temperatur wird die Reaktion hexagonisch. Die Grenztemperatur ist eine Floortemperatur, liegt bei etwa 1150 Kelvin. Das Löschen von Kalk ist exotherm und exotrop, bei tiefer Temperatur hexagonisch, bei hoher Temperatur endergonisch. Wir haben eine Ceilingtemperatur. Wir wollen die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstante von der Temperatur quantitativer diskutieren. Das Ammoniakgleichgewicht zum Beispiel ist bei Raumtemperatur sehr stark hexagonisch. Die Gleichgewichtskonstante ist sehr hoch. Je höher wir die Temperatur werden lassen, desto geringer wird mit K und wir haben eine Ceiling-Temperatur von etwa 650 Kelvin. Wenn wir den Logarithmus von K gegen den Kehrwert der Temperatur auftragen, erhalten wir eine Gerade, deren Steigung positiv ist. Das ist die sogenannte Van't-Hoff'sche Reaktionsisobaren-Auftragung, die sich wie folgt ergibt. Wir haben den Zusammenhang zwischen der Gleichgewichtskonstante und dem Standardantrieb. Wir haben die Gibbs-Helmholtz-Gleichung, setzen beides ineinander ein und haben eine lineare Beziehung zwischen lnk und 1 durch t. Die Steigung im Van't-Hoff'schen Diagramm entspricht minus Delta H durch R. Das bedeutet, exotherme Reaktionen haben eine positive Steigung, endotherme Reaktionen haben eine negative Steigung im Van't-Hoff'-Diagramm. Aus der Steigung kann man die entsprechende Reaktionsenthalpie durch Multiplikation mit minus R ausrechnen. Die Van't-Hoff'sche Gleichung gestattet auch, Gleichgewichtskonstanten auf beliebige Temperaturen umzurechnen, sofern man die Reaktionsenthalpie hat. Polymerisationen sind in der Regel exotherm und exotrop, das bedeutet, sie haben eine Ceiling-Temperatur. Die Gleichgewichtskonstante einer Polymerisation kann mit dem Kehrwert der Monomerkonzentration gleichgesetzt werden. Je näher wir an die Ceiling-Temperatur kommen, desto höher ist die Monomerkonzentration. Wenn wir die Ceiling-Temperatur erreichen, liegt das reine Monomer vor und oberhalb der Ceiling-Temperatur findet keine Polymerisation mehr statt. Gewisse Polymere lassen sich doch schwer herstellen, etwa Alpha-Methylstyrol. Ab 61 Grad findet gar keine Polymerisation mehr statt. Die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstante von der Temperatur kann nach Van't-Hoff quantitativ beschrieben werden. Wenn wir lnk gegen 1 durch t auftragen, erhalten wir eine Gerade, aus deren Steigung wir die Reaktionsenthalpie ermitteln können.